Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dinner für zwei hier aus der Marxhalle in Wien. Ich habe heute wieder zwei außergewöhnliche Gäste eingeladen. Sie ist eine großartige Schauspielerin, Sängerin und mehrfach ausgezeichnete Musicaldarstellerin. Außerdem ist sie eines der schönsten und charmantesten Ensemblemitglieder des Kabarett Simpel. Ariana Shirazi Fahd. Er ist meines Erachtens der lustigste und liebenswürdigste Linzer Kabarettist, Schauspieler und Jongleur. Aber er ist auch ein mehrfach ausgezeichneter Literat, Most-Dipf-Preisträger 2011 und aufgrund seiner Schlagfertigkeit gern gesehener Gast bei diversen Comedy-Formaten des Landes, Günther Leiner. Bitte, meine Herrschaften, dürfe ich Sie bitten, hier. Nee, Frau, Ihr Platz. Vielen Dank. Lieber junger Freund, bitte. Wunderschönen guten Abend, liebe Gnefrau. Moment. Tun Sie ihm das nicht an. Lisa. Nein, das ist in Ordnung. Ja, du kannst froh sein, dass ich draufgestiegen bin. Ja. Da war er hin. Na, aufblasen. Oh, na, das ist ja wahr. Das ist doch was Schönes. Du störst ein bisschen, gell? Verzeihung. Wir haben Ihnen schon Aperitif eingeschenkt. Ah, Aperitif, was ist das? Das mit Farbe, Bier. Und das ist, was ist das? Wasser. Ja, dann nimm das Bier. Nimm Farbe, Glasl Sekt, küsst dir an. Danke sehr. Ariana, Prost. Günther, Prost. Also, wenn du irgendwas vorhast, du kommst schon gleich. Ja? Also, danke sehr, Wiederschauen. Also, wir brauchen den nicht mehr. Also, ich hab alles, was ich brauche. Ja? Das kann ich mir vorstellen. Essen war aber so leid es mir tut. Das Essen war nur super. Also, ich werde Ihnen heute ein dreigängiges Menü servieren, wobei ich Sie bitte, bei jedem Gang eine kleine Aufgabe zu erfüllen, die der andere möglicherweise erraten könnte, ist aber nicht wichtig. Das Wichtigste ist Spaß an der Freude, spülen, 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 ein Hetz haben. Und gleich zum Einstand. Das Wichtigste ist Essen. Ja. Das Spielen, Spaß und irgendwas. Essen, trinken. Dafür sind wir da. Ja, okay. Ja, dann trotzdem dürfte ich Sie bitten, die kleine Eisbrecherfrage vorzulesen und beide mögen Sie beantworten, bitte. Eine Eisbrecherfrage? Oh. Jesus. Günther, ein Tanz, an den du dich gerne erinnerst. Muss ich sagen, oder? Ja. Das war die Frage. Ach so, das war die Frage. Also ich muss jetzt antworten. Ja. Muss nicht, aber... Nein, Vogeltanz. Ja. Vogeltanz. Das war traumhaft. Das war die, also die Figur, wie sofort Kino ist, und einer der schönsten Tänzer, was es gibt. Da habe ich mal die Choreografie abgewehrt, muss ich nein. Fragen. Naja, Vogeltanz war eher Klassiker, aber ich habe tatsächlich einmal einen Ball eröffnen dürfen. Das war auch recht schön. Wo, wie, was, wann? In der Hofburg, der Ärzteball. Ja? Ich habe noch nie in meinem Leben eine Tanzschule von innen gesehen, aber ich habe einen Ball eröffnet. Hervorragend. Was tust du jetzt? Sie bekommen auch einen. Ach so, das ist der Eisbrecher. Einmal der Gegel, einmal der Gogel. Welches Sprichwort ist das Blödeste? Also alle Sprichwörter finde ich ziemlich blöd. Weil ich kann sie nicht. Ja eben, zum Beispiel, ich habe immer gesagt, Tischler, bleib bei deinen Leisten. Tischler, bleib bei deinen Leisten, ist aber großartig. Sag du? Meine war, meine Reden ist Schweigen und Silbe ist Gold. Nein, ist ja Blödsinn. Es ist natürlich. Nein, es ist genau richtig. Das ist genau anders. Aber das ist Reden ist Schweigen und Silbe ist Gold. Also, das ist ein Trottel-Sprichwort, finde ich. Du kannst auch keine Sprichwörter wiedergeben, das taugt mir recht. Ich hole einmal den ersten Gang. Ja, bitte. Geh einmal, mach einmal einen Gang zum ersten Gang. Schon Angst, trinke gleich noch einen Schluck. Prost. Prost. Was machen wir, dass wir ihn weiterkriegen? Irgendwas müssen wir uns überlegen, das ist ja Wahnsinn. Ah. Oh, da ist er schon. Ja. Aufpassen. Ui. Jetzt zu spät. So. Es tut mir leid, dass der erste Gang ein Salat ist. So, kannst du wieder gehen. Aber man fängt relativ leicht an. Ein Salat. Das ist der erste Gang. Das ja, deswegen bekommen Sie als erstes die Aufgabe. Bitte nicht laut vorlesen. Was, ein Salat und gleichzeitig die Aufgabe? Und gleich Aufgabe. Ich kann gar nicht essen. Gut, ich kann essen dafür. Du kannst essen, ja. Du hast meinen Arm, mein Salat. Nicht laut vorlesen. Du. Eventuell merken, ansonsten können wir es da liegen lassen. Das ist, nein, das ist ja kein schlechtes Zeichen. Also, bist du, also, spülen, spülen, spülen. Bist du bereit? Möge das Dinner beginnen. Ja, Mahlzeit. Super, dass wir es geschafft haben, gell? Ja, schön, dass wir es geschafft haben. Es ist wirklich
Also die Bauern sind schon oft, das ist ja Wahnsinn, was die leisten. Ja. Ja. Die jungen Bauern. Ja? Die jungen Bauern ja, sind ein Wahnsinn. Hm. Ja, ja. Aber ich finde, dass der Ruf ist manchmal ein bisschen. Die werden ein bisschen unterschätzt, finde ich. Mhm. Die jungen Bauern? Mhm. Ja, weil man glaubt, dass sie es vielleicht noch nicht so gut können, gell? Genau. Ja. Aber ich finde, die machen das großartig. Ja. Die gehören auch, das gehört auch viel mehr beworben. Das gehört ja. Viel mehr. Es gehört mehr. Also das gehört auch, die gehören mehr unterstützt auch. Die jungen Bauern? Die jungen Bauern, ja. Ja. Hast du da persönlichen Zugang dazu? Oder? Nein, noch nicht. Aber wahrscheinlich bald sogar. Wirklich? Also, ja. Was planst du? Ja, ich plan gar nichts. Es ist, ich habe vielleicht im August. Gibt es mehrere Monate. Ja, Januar ja, bis ja, Dezember. Ja. Mhm. Und die jungen also, Bauern. Du meinst, dass du da so einer Kampagne mitmachen magst, dass du da ein bisschen. Ich möchte ein bisschen unterstützen. Die Werbetrommel rufst. Ja, ja, ja. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob das Unterstützung ist, aber ich möchte. Na, freilich. Und weißt du, was da so gibt? Ja, also du meinst so. Dass man da so mehrere Monate die Leute, also ein Jahr lang begleitet und ihnen die Bauern ja, ein bisschen weiter ja. Näher bringt? Wie war der August? Na, das habe ich sofort gesehen, dass du der August bist. Ja, so aber, Badehose? Mhm, ja. Muss im gar nicht Feld sein. So, auf dem Strohballen? Vielleicht sogar ohne Badehose. Bist du wütend? Mhm. Nein, wie soll ich sagen, es ist so, ich habe ein Angebot. Ich müsste den August Mr. August. Ja, Mr. August. Nockert. Geil. Eigentlich haben wir gedacht, ob ich nicht Juni, Juli, August, weil, was der das ist, weil ich weiß nicht, ob es auf einen Monat aufgeht bei mir. Das kommt drauf an, ob es ein Quer- oder Hochformat ist, gell? Genau. Das ist sehr schön. Aber wie gesagt, das wollte ich dir da sagen. Also ich bin. Nein, das taugt man. Mr. Den kaufe ich mir gleich. Mr. August, ja, finde ich super gut. Ich gratuliere dir, du. Ich bin erleichtert, dass du das so nimmst. Ich denke, das ist jetzt irgendwie. Nein, das unterstütze ich dich zu 100%. Das finde ich großartig. Das gefällt mir. Danke. Kaufe ich mir sofort den Kalender. Versuchen wir doch aufzulösen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wirst du beim zukünftigen Jungbauernkalender den August übernehmen. Dank und Aberdank. Das war außerordentlich liebe Gnev, Ihre Aussage. Christian. Das ist praktisch ein bisschen Activity, nur mit Essen. Oder? Zum Beispiel, ja. Nur, dass Pantomime relativ fad ist im Fernsehen. Da gibt es ja verschiedene Stufen, oder? Da freut er sich. Toi, toi, toi. Schatzi, du weißt, ich bin eine sehr stolze Mama. Ja, wie war's, eine? Stolze Mutter von stolze, dir. Stolze, ja. Ja, ja. Und du weißt, ich bin beruflich ja jemand, der sich viel bewegt. Und viel, was ich so spüre, auch in meinen Körper mit reinnehme. Weißt du es eh, gell? Und ich weiß, dass dir in deinem Beruf das total wichtig ist, dass du mit Zahlen arbeitest. Aber ich weiß, ich glaube, das nicht besser ist für dich. Ich habe das Gefühl, dass du viel mehr aus dir rauskommen musst. So wie ich, weißt du, so mehr so die Emotionen. Probier's einmal, vielleicht tut's dir gut. Vielleicht probierst du es einmal so ein bisschen. Was spürst du gerade? Einen Hunger. Ja, dann bring das einmal in den Körper, weißt du, so richtig so, so ein bisschen aus dir rauskommen. So, ja, mehr. Hast du es jetzt gespürt? War das jetzt gut? Ja, das war Wahnsinn. Na schon, oder? Ja. Naja, eben. Und ich meine, ich mache das ja jetzt nicht erst seit gestern. Ich mache das ja beruflich. Du weißt es ja. Dir muss ich das nicht sagen, gell? Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass dir das gut tun wird. Hör mal auf mit diesem Gezahle, Rechnen, was du so beruflich machst. Das ist neu, es ist schon wichtig. Ich verstehe das schon, Finanzamt und bla. Aber du weißt, was ich meine? Mhm. Bisschen mehr so körperlich. Bisschen, du hast ja gesagt, dass du gern so Vogeltanz machst, ja? Und wenn du das noch mehr machst, was glaubst du, was dir das gut tun wird? Mhm. Also ich soll mein Beruf wechseln. Ne? Ja. Weg von die ganzen Zahlen und mehr hin zu Gefühle und verstehst du? Ja, na schau, so wie du, ja, ich glaube, dass das richtig was Tolles für dich wäre. Mhm. So ein bisschen mehr tanzen. Haben Sie eine Vermutung? Muss ich das aufklopfen? Oder? Das wäre äußerst knieweich.
Dank und aber Dank. Ja, ich soll meinen Beruf wechseln, glaube ich. Ich soll weg von der Bank und soll ein Tänzer werden, ein Ausdruckstänzer. Oder? Ja, ist hervorragend. Wow, wundervoll. Hervorragend. Wirklich? Ja. Das war's, ich muss ein Ausdruckstänzer. Ja, ja, mach halt. Warte, ich kann mir da ein Wimmerl ausdrucken, das ist Ausdruckstänzer. Nein. Nein, ich verstehe das, aber mir. Das ist die charmanteste Version des Ausdruckstänzers, die ich jemals gehört habe. Schwimmerlausdruck. Schwimmerlausdruck. Das ist großartig, hervorragend. Danke, du hast es super erraten. Ja. Ja, du hast es super erklärt. Danke. Ja. Ich habe keine Ahnung, was die da immer hinschreiben da in deinem Zettel da. Aufpassen, das ist ein Kopf. Danke, bitte. Nein, das ist eben nichts passiert. Das Problem ist, dass ich selber immer lachen muss. Mal schau. Bitte, liegen, Eva. Danke. Oh, da hat jemand aufgelaufen. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe gesagt, dass sie wegen des Essens gekommen sind. Ich mache den Salat sind. Wieder wett. Ja, aber was, das kann ich nicht zusammenmessen. Das ist... Danke. So. Ist es so schlimm? Nein. Weil der Kleid war sofort... Besonders appetitlich zu essen. Toi. Ja, ist gerade... Also Sie wissen, es ist in Zeiten wie diesen ist nicht einfach. Sie haben uns leider zugesperrt. Also wir dürfen ja nicht mehr, die Touristen kommen ja nicht mehr in die Stadt nach Wien. Und ja. Ja, und es ist jetzt so, dass ich den Job nicht mehr machen kann. Also weil die Touristen dann nicht mehr kommen. Und ja. Gerade am Stephansplatz, das war immer ein gutes Geschäft. Da sind wir immer da rund um den Stephansplatz gefahren. Dann auf zum Schwedenplatz, also Obi halt. Und Omi, ich kenne mich nicht so gut aus. Aber, also wir sind viel mal angefahren. Ja. Und das ist halt nicht mehr, leider. Es tut mir leid. Und ich brauche aber eben dann, ich brauche irgendwas. Ich brauche eine Aufgabe, ich brauche einen Beruf. Ja. Jetzt habe ich mir überlegt, was ist in Zeiten wie diesen, was ist da sicher? Jeder braucht das irgendwie, jeder will das irgendwie. Manche brauchen es härter, manche nicht so hart. Und ich darf halt ganz gerne in dem irgendwie, dass man da irgendwie so Umschulung gegangen ist, vielleicht, dass man da ein wenig, also so richtig so auf. Ich habe ein bisschen Angst, aber ja. Ja, also, nein, das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, dass man Angst hat. Ja. Ah, ja, gut. Angst und dass der Schmerz, dass man den Schmerz auch spürt. Und reden wir hier jetzt von Gesundheitsberufen oder eher so. Naja, man. Nein, horizontale. Nein, gesund oder, ist. Nein, nicht gesund. Das hat eher was mit Lust, mit Vergnügen. Das ist nicht gesund. Ja. Wissen Sie, was nein, absolut. Da haben Sie vollkommen recht. Wissen Sie, was ich meine? Ich glaube, dass da auch die Nachfrage steigen wird. Ja, unbedingt. Ja, freilich, weil ja viel jetzt daheim sind und. Einsam sind? Bitte? Einsam sind, und allein sind. Und man braucht es dann irgendwie. Man muss es wieder mehr spüren. Also, aber auch richtig hart spüren. Ja, also ja. Nicht auf Vogeltanz oder auf Ausdruckstanz, sondern also richtig spüren. Ja, so. Ja. Und sind Sie da auch bereit, sich umzuziehen für diese Arbeit? Ja, unbedingt. Ich muss mich umziehen. Ja. Also mein anderes Gewandel kann ich nicht anlassen. Ich muss mir aber schon aber immer auch Spezielles. Aber auch unerkenntlich werden? Also muss ja, mit Maske und alles. Und, ja. Ja. Also richtig. Naja, da sehe ich schon großes Potenzial. Ja. Ich habe Angst, aber ich glaube, ich möchte lösen. Ab Angst ist eine schöne Voraussetzung. Da muss ich jetzt raten, was ich denke. Ja. Ja, deswegen hat sie dreisterweise drauf. Ich habe das Gefühl, ich dich als männliche Domina. Aber was war ich? Und was war er vorher? Ja, Schauspieler. Nein. Künstler? Nein. Ach, wie ist das? Nein, das habe ich nicht gecheckt. Was warst du? Stephansplatz. Ach so, der Touristenführer, natürlich. Nein. Fiakerfahrer. Ach, ja. Entschuldigung. Nein, das war jetzt meine Ehre. Das hast du ganz richtig gemacht. Nein, das ist vergessen. Na, super. Ja. Lieber Herr danke. Jetzt muss ich mich Herr Feinbühl. Das ist passiv, das ist so ungewohnt. Wir gehen ein paar Dusen, jetzt schätze ich nicht an. Es tut mir leid, dass ich mir von... Also, es sind alle drei erlaubt, das nicht. Ja, die sind ein paar. Ja, jetzt sind wir von der Unterhaltung in die Kultur gewechselt. Muss ich ein bisschen vornehmen. Na dann, große Freude. Orgasmus. Na, leider nicht. Schatzi. Ui, das fängt nicht gut an. Ich muss mich... Oh, das ist so unglaublich! Schreck mir! Alter, mein Herzinfarkt. Na, was glaubst du, wie es mir geht? Was glaubst du, wie es mir geht in dieser Situation jetzt? Na, ich muss ein bisschen. Okay, na,
Jetzt brauche ich den Felbel. Das ist schon klar. Wo ist er jetzt? Was heute für ein Tag ist, oder? Das ist dir schon klar. Ist dir das klar? Ich glaube, das weiß ich ja, nicht. Ja, ja. Ich bin na was, was ist heute für ein Tag? Was könnte wichtig sein für mich? Weltspartag. Nein. Ah, nein, Hochzeitstag. Hochzeitstag. Nein, freilich ist der Hochzeitstag. Ich Trottel. Und ich kann es nicht glauben, dass du das... Schwarze, du, ich möchte, dass du das jetzt wieder gut machst. Ja? Wie? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Wie? Hast du einen Vorschlag? Ja. Na, schieß los. Den traue ich mir nicht zu sagen, jetzt im Fernsehen. Nein, jetzt. Nein, was? Pass auf, ich gehe jetzt auf der Stelle, gehe da weg, kauf Blumen, und zwar für unseren. Wie viel den Hochzeitstag haben wir? Ich glaube, den 20. oder? Nein, 10. 12. Jetzt wurscht, ich kaufe auf jeden Fall die Anzahl. Schatze, du, mit deinen Blumen, ja? Das hättest du gestern, vorgestern, sonst wann machen können. Aber heute, mein lieber Freund, brauchst du andere, muss ich härtere Geschütze aufhören. Ich hätte gerne, dass du heute was ganz Besonderes machst. Und zwar Liegestütz. Liegestütz. Also alleine oder was? Oder? Naja, ich mach nicht mit. Ich hab den Hochzeitstag ja nicht vergessen. Das wusste ich ja auch alleine. Also kannst du Liegestütz auch alleine machen. Geht schon los. 10 will ich sehen. Geht schon los. Ich. Na, oder? Ich mein, das ist ein Wahnsinn. Du verarscht mich auch noch, ich glaub. Nein, Entschuldigung, Liegestütz geht nicht. Ja, dann. Ich kann nicht mehr hinlegen. Ja, ich kann nicht mehr runter, weil ich, also das ist. Der Bauch ist im Weg. Schatzi. Ich glaube, ich will einfach die Scheidung, das hört ihr nicht aus. Das ist ein Wahnsinn mit dir! Oh, meine Nerven. Und drauf. Dann ist. Dann müssen Sie nicht mehr sichten. Trottel habe ich den Hochzeitstag vergessen. Ja. So hat er es gesagt. Ja. Und, ja, sie will das Liegestütz machen. Nein, was für eine Art von Ehefrau ist sie? Cholerisch, oder was? Naja. Eine cholerische. Einzigartig, großartig. Also, was ist denn überhaupt? Dieser Sprudel ist ausgezeichnet. Ja, Sie kriegen sofort noch einen. Ich hab die kleine Spitze sofort bemerkt. Nein, ich wollte wirklich. Na, wurscht, jetzt ist Rette nicht mehr. Was ist das eigentlich? Verzeihung. Es wird nicht verziehen. Bumsbuhr. Buhr, nämlich. Naja, groß ist er ja nicht, weißt du? Hast du Angst gehabt vor mir, Günther? Ja, bist du deppert? Ich mich gefürcht. Ich meine, das war Wahnsinn. Du musst mal daheim das vorspielen, da fickst du selber von dir. Das war arg. Probier ich nachher. Wirklich so. Ich pass auf. Oh. Für den Winter gehe ich all in. Sag mal, was denn? All inklusive. All in. Ja, das ist halt die Vollblutschauspielerin. Das sieht aber sehr lecker aus. Was ist es? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist aus der UF-Kantine und die ist ja schon. Längere Zeit zu. Schon? Ja, so schaut es aber aus ein bisschen. Also. Danke vielmals. Sehr gnädig. Gut, dass du gekocht, Schatte. Ja, Mausi. Ich hab mich auch bemüht. Achso, Verzeihung. Wollte er nicht. Ich weiß es nicht. Ach, du bist. Nein, jetzt, ich bin sehr. Muss ich schon wieder die Ohren zuhalten? Ich glaube, er hat ein bisschen zu viel mit Nivarani. Deswegen liest er jetzt Persisch. Er liest nur. Hallo, Ciatone. Huber, merci. Das war's dann schon. Sehr gut. Das ist irgendwie eine schwierige Aufgabe, ja? Puh. Wie lange sind wir jetzt schon zusammen? So lang. Schau, oder? Oder? Aber schön. Ja. Schon schön, oder? Also, ja, schon schön. Es ist schon schön, aber es tut auch manchmal weh, oder? Es tut schon ein bisschen weh. Also manchmal denke ich mir, puh. Ja. Also ja, das ist für dich auch ein bisschen das. Das erleichtert mich jetzt ein bisschen, dass du das sagst, ja, weil das wollte ich bis jetzt nie sagen. Aber es ist schon manchmal es so. Tut schon, puh. Also, ich muss ehrlich sagen, es gibt schon schöne Momente in der Ehe, aber es gibt natürlich auch Momente, wo ich mir denke, Post. Nicht so schön. Also es tut weh. Weh. Ja. Also es ist nicht immer so, es ist so positiv, oder? Wenn du ganz ehrlich bist. Dass du noch nie denkt, irgendwie. Also, ich mir schon denkt, das ist ein bisschen anstrengend. Aber ja, also irgendwie will ich nur verheiratet sein, muss das sein mit ihm. Was ich schon mal denkt? Schau, oder? Gib ich ehrlich zu. Ja, okay, schade. Schau, oder? Schon. Aber hat das nicht jeder mal? Was? Na, dass er sich das denkt.
Ja, schau, aber ich glaube, dass jetzt der Zeitpunkt ist, dass wir sagen, ziehen wir einen Schlussstrich und, ja, aber es ist ja nicht so tragisch. Du findest sicher wieder irgendjemanden, wo es dann schöner ist, der ein bisschen schlanker ist, der lustiger ist. Das glaube ich nicht. Nein, lustiger nicht, lustiger, aber schlanker, schlanker. Aber der, nein, und irgendwie, ich hätte gern von dir vielleicht ein bisschen Entschädigung. Für das, dass das Wetter hat. Was will man? Du wirst von mir? Ja. Ein Geld? Genau. Weil es dir Wetter hat? Ja. Ich werde das in die Wege leiten, dass ich ein Geld kriege von dir, weil es. Du meinst, ich bin schuld dafür? Dass das werden wir dann sehen, ja. Aha. Aber ich glaube, dass das wirklich, dass du also schon einiges beigetragen hast, dass ich. Dass mir Wetter hat. Tut mir leid, das war total schön, die ersten 3 Wochen, aber die letzten 15 Jahre waren irgendwie nicht mehr so schön. 3 Wochen nur? Naja, da waren wir auf Urlaub, Hochzeitsurlaub. Aber dann war es einfach nicht mehr so schön, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also, tut mir leid, und wer entschädigt mich für die 15 Jahre? Ja, das darf ich jetzt gerne wissen. Für die war es ja schön, oder? Nein, das sagst du, das ist schön war für mich. Ach so, war es auch nicht, ja. Ja, kannst du meinen Nachspeis kurz zusammen und nein, ich habe keine Ahnung. Ich möchte lösen. Du möchtest lösen, ja. Ich auch, bitte. Du, ich bin schon da. Ich bin schon erlöst. Ich möchte erlösen. Ja, Wahnsinn. Sie wollen ihn auslösen, oder? Ja. Mich. Also, Sie auslösen. Darf einen ich? Cent bekommst du von mir. Das ist ja arg irgendwie. Das ist ja, na, was habe ich, was war da? Was war ich war da? Ich muss dir jetzt eine Entschädigung zahlen, weil du die Scheidung willst, oder was? Weil du meinst, ich hätte dich so verletzt. Ja, und was? Und was ist Ihr Beruf? Das weiß ich nicht. Also, das weiß ich auch. Was braucht man bei einer Scheidung? Ein Anwalt. Ah, bin ich der Anwalt? Ach so. Dann kriegst du keinen Cent. Tut mir jetzt leid. Aber es tut mir leid, ja. Aber auf jeden Fall habe ich das, die Anwältin habe ich natürlich nicht gespielt. Nein. Das, ja, Sie schauen auch nicht aus wie eine Anwältin. Also das Sie. Deswegen, wie sollen Sie die Anwältin spielen? Nein, ich halt spüre, dass Sie die Anwältin ist. Das ist ja, das geht ja gar nicht. Oh, danke für das. Verzeihung, jetzt mal. Nein, aber es ist großartig. Ich mag das. Mir geht's sehr gut. Danke und aber danke. Ja. Christian. Nein, sie freut sich, glaube ich. Ich glaube, sie freut sich ein bisschen. Ja, weil bei manchen ist es. Bei manchen steht dazu. Da steht aber viel Text. Ja, bei mir zum Beispiel, so eine Anwältin, die alles spielen müssen. Dass sie Anwältin ist, dass ich mich scheiden lassen will, das ist ein Schmerzensgeld von mir. Aber was hätte ich nur die 3 Kinder auch noch spielen sollen, die wir haben miteinander? Oder? Ich liebe dieses Leckerli. Grüß Gott, Alena. Schön, dass wir uns jetzt sehen. Sie ist ja so, gell? Ich weiß, Sie haben ja einige Haustiere, gell? Also, und ich bin wirklich total stolz, dass ich auf Ihr Lieblingshaustier aufpassen durfte. Also darf jeden Tag, wenn Sie zu tun haben, dann gehe ich mit Ihrem Haustier total gern um einen Block und so, wir schauen dann immer die Stadt an und das ist total schön. Und jetzt war es halt so, es sind ja sehr, sehr viele Baustellen in Wien, wie Sie wissen. Und da war es halt jetzt so, dass da ein Loch war in der Erde. So ein kleines Loch hier. Und Ihr Haustier ist da vielleicht, also... Sie haben ja gesagt, dass jeder schon alt ist, gell? Also der Basti, der ist ja schon alt gewesen. Und hat doch nicht mehr so gut gesehen, haben Sie gesagt. Und das ist mir auch schon aufgefallen. Und deswegen, ja, also wie Sie gesagt haben, also da war so ein Loch. Der Basti ist eingefallen in eine Baustellgrube. Und ist er wieder rausgekommen oder ist er gestorben oder was ist der? Er ist schon rausgekommen, also ich habe ihn dann wieder rausgezogen an der Leine. Er hat halt noch nicht mehr gelebt, wie ich ihn rausgezogen habe. Aber er war total. Es war total schön für ihn, weil es war so ein Ereignis, wissen Sie, wie der so la 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 und dann ist so wow und dann ist er da so rein und dann.
Aber es hat ihm total Spaß gemacht, da bin ich mir ganz sicher. Wieso wissen Sie das? Haben Sie ihn gefragt nachher, wann er tot war oder was? Naja, ich kenne ihn ja, ich fühle ihn ja nicht nur seit gestern aus. Ich weiß ja, wie der Basti so tickt. Und der Basti, der mochte immer, wenn es so abenteuerlich ist. Und es wäre jetzt nur fair, finde ich, wenn ich jetzt trotzdem deshalb keine Verluste hätte. Ja, aber ich habe einen Verlust. Der Basti ist weg. Ja, aber... Warum soll ich dann Ihnen was zahlen? Aber der Basti war ja eh schon alt. Ich hätte trotzdem ganz gern mit ihm nur ein paar Stunden und ein paar Tage verbracht mit Basti. Ja, das können Sie. Sie könnten ihn ja in der Tasche tragen. So. Ja, das ist mal aus einer Handtasche laufen. Ja, das wäre doch super schön. Sie wollen jetzt trotzdem, ja, okay, verstehe. Nein, ich muss mir das noch überlegen. Aber ich habe da jetzt keine... Ja, es wäre halt schon wichtig. Kein gutes Gefühl, wenn ich ehrlich bin. Entschuldigung, verzeihung. Dazu wir eigentlich den Tiger weg, wenn er jetzt mal drüber stolpert. Das ist ja doch ein Wahnsinn. Ja, ich glaube, sie ist mit meinem Hund spazieren gegangen, der blind war und ein bisschen schon alt. Ja. Und der Hund ist in einer Baustellgruppe reingefahren, das hat sie. Und der ist dann tot gefunden und sie will aber trotzdem jetzt irgendwie den Lohn haben von dem, dass halt sie die meinen Hund ausgeführt hat. Ja. Ja, aber ist ja komplett in Ordnung, oder? Ja, die Arbeit hat sie ja gemacht. Der ist erst am Schluss. Und glücklich war er. Unglücklich war er, aber wie kann man das? Und das war die Aufgabe, oder? Ja. Ja. Sie sind so fassungslos. So, um das in wieder seriösere Bahnen zu lenken, danke ich vielmals für den wirklich unglaublich lustigen, sehr unterhaltsamen Abend. Danke auch. Lehrreich auch. Danke sehr. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich herzlich, dass Sie heute wieder dabei waren. Ja, bitte. Nur ganz kurz. Ja, bitte. Verzeihen Sie. Aber natürlich. Wo ist meine Kamera? Wo ist meine Kamera? Sie suchen sich den geilsten Schmäh, was ich jemals. Warten Sie, das ist genug. Dann kennst du, was du da sitzt. Ja, so kennst du das. Das ist gut, oder? Habe ich mir gemacht, kein Schmäh, habe ich mir gemacht bei meinem Sohn. Der war 3 Jahre. Und mache ich den, schau, wenn Maxi sagt, den Ding, und er sagt, und haut sich vor und sagt, schau, Papa, das kann ich auch. Und schädelt vorher, wirklich vollerisch. Ja. Und in dem Moment war es natürlich... Ich glaube, Sie werden schon abgeholt. Ja, ich glaube, es ist... Ich bin mir nicht sicher, wer da angeholt wird von uns. Ja, Aber wir können ja schauen, dass man... Vielleicht ist es ein Dreier-Taxi. Ich glaube, Sie kommen zu mehr. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich herzlich für Ihren Besuch bei uns, bei DIN A42. Ich hoffe, Sie kommen wieder. Gute Nacht. Papa. Das ist so krass. Hast du dich wirklich gern? Wurscht, was die da haben. Das hat er immer irrsinnig. Ich war einfach immer ganz lächerlich.